Ach ja, Leute, wie wäre es denn einfach mal mit einer schönen Runde Liga der Legenden? Lass mal reingehen. Passwort. Und wir gehen rein. Ey, ich muss sagen, die Schweine sehen echt süß aus. Findet ihr nicht auch, Leute? Und Vaynes Haare sehen aus wie Yasuos Haare. Das ist jetzt aber nicht so nett, ne? Aber hey, sie hat Möpse. Das ist okay. Möpse zu haben ist immer okay. Permanent gesperrt? Permanent? Weil ein. Ich gehöre zu 0,006% der negativen Spieler in League of Legends. Wow! Ist nicht mein Account, by the way. Leute, René, mein, ne, mein Mitbewohner, der Typ, mit dem ich auch hier Player Stuff zusammen mache, der wurde gebannt direkt zu Season Start. Ich glaube, dieser Permaban hier ist. Lass mich mal lügen. Eine Woche her oder sowas. Ich kenne nur ein bisschen hier von diesem Chat, mehr weiß ich nicht. Den Rest machen wir hier wie blind. Ja, von daher, das Ganze so wie immer, wir gehen das so durch. Und ich werde jetzt dieses Mal auch, so wie ihr es mir auch vorgeschlagen habt, in die Kommentare, nee, nicht in die Kommentare, ja, wobei dort auch nochmal, in die Beschreibung, einen Strawpool reinmachen. Einen Strawpool reinmachen, wo ihr voten könnt. Hat René diesen Bann verdient oder nicht? Ja, wir werden durchgehen, so wie immer. Wir gehen das einfach mal kurz ein bisschen durch. Wichtig ist auch, Leute, das haben viele im letzten Video erwähnt. Und zwar, ich habe ja gesagt, dass wenn ihr sowas schreibt wie Kill Yourself oder sowas, dann gibt es welche, die vielleicht Depressionen oder sowas haben, oder die generell schon mal Suizidversuche hatten oder sowas, dass sie davon getriggert werden. Leute, das ist wirklich so. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. So, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie es ist, wenn jemand zu dir sagt, bring dich um und dann bringst du dich um. Quasi. Aber das ist genauso, wie ihr euch auch nicht vorstellen könnt, keinen Pimmel zu haben, sondern eine Mumu. Ich könnte mir das nicht vorstellen, Leute. Unser Kopf kann das nicht verarbeiten. Ja, deswegen lass mal daraus keinen Spaß machen. Gehen wir das Ganze einfach mal durch. Mit pusht AFK seit Minute 8 rein. Aber gank lieber die Losing Lane. Vlad 30 CS. No one kann. Niemand kann helfen. Sehr viele. Also, das hier am Anfang ist für mich so ein normaler Friendly LOL-Talk, sage ich mal. Ne? Leute. Ein bisschen mad sind wir alle mal. Nicht vergessen bei diesen Videos, wir gehen immer davon aus, dass ein Mensch dahinter sitzt. Sehr viele XDs, Leute. Er kann schon bei L9 reingehen. Harold, XD, whatever, go next. Der bessere Jungler gewinnt. Oh, nicht gegen Jungler. Ich bin auch Jungler. Leute, das tut bei mir immer voll weh als Jungler. Ja. Totally hyper. Fail Jungle Focus. Achso. Relat Malz 8 Minutes AFK Push. Okay, also wie gesagt, das hier ist für mich, ist aus meinen, Leute, nur doch mal um das klarzustellen, das ist in meinen Augen leicht oder ein bisschen passiv-aggressiv. Ja, ich als normaler LoL-Spieler, der schon seit Season 1 spielt, mich würde sowas nicht jucken. Nach 6 ist es GG Mitte. Nidalee gankte mich schon 5 Mal, aber lieber gankst du den 1 zu Vladimir Top Lane. Zaho? Ah, Xin Zhao, denke ich mal. Xin Zhao, learn to play Jungle. Duo Top 50 CS. Ist aber. Leute, ohne. Ich hasse das voll. Ohne Kontext kriegt man hier nicht viel raus. Stop Booster. Also, ich finde das bis jetzt nur passiv-aggressiv. Würde ich persönlich nicht schlimm finden. Stop Booster Trolls. So reported 60 CS. Iron is the 60 CS XD. Okay, komm. Diese ganzen XD sind jetzt langsam echt viel. Animal Boosted Trolls. Oh, nice Duo. WP Duo. Open Top. Sag mal, das ist nur passiv-aggressiv, oder? Das ist Elo Boost. Animal. Report me. No one cares. Cause Boosted. Premates. Best Duo ever. Also. Er hat schon sehr lange drauf rumgesmasht, sage ich mal. Das wäre für mich aber nur eine Chatsperre. Jetzt erstmal. Ne? Wir haben ja hier sogar drei Games, was wir nicht oft haben. Aber ja, Leute, das ist für mich am Anfang eine Chatsperre würdig, aber ich persönlich sehe es nicht so als hypertoxic. Lass mal gucken. Are you troll or what is your problem, Corki? When boosted animals play LOL. Hope your Elo get fixed soon. I think I go AFK. I'll win the game. You all don't deserve this Elo. Gigi Iron, have fun. Bye. Ist er auch gegangen? Don't need to play with first time Karthus Jungle und look supported. If you wanna win, play better champions and stop troll. Karthus Jungle ist actually gut. Aber look support, Leute. Look support ist wirklich toll. Ich will damit das jetzt nicht in Schutz nehmen, was er sagt. Aber das ist so wie in dem einen Game, wo ich Teemo Jungle habe. Das kann einem. So. Wie soll ich das sagen? Leute, stellt euch vor, ihr habt einen Typen in eurem Team, der Teemo Support spielt. Und ihr seid so schon abgefuckt, weil der Teemo Support genommen hat. Sind wir ehrlich? Jeder Champion kann theoretisch supporten, aber sind nicht immer die besten.
Ja, Leute, egal was ihr sagt, Timos Support ist nicht gut. Auch wenn er Pilze legen kann. Aber das kann einen schon nochmal extra weiter rein triggern. Okay, ich glaube, er ist hier AFK gegangen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er ist hier AFK gegangen. Das hört sich für mich so schon mal danach an. Make sure we ban Lux Katos, Animal Inter and boost the players. Make the game better. Hope your Udo gets fixed fast. Back to Iron reported troll. Ohne Witz, Leute, Riot sollte mal alles raushauen. Nicht nur den Text, was ich geschrieben habe, sondern was haben die anderen geschrieben? Ich finde, das gibt einem immer noch mal ein bisschen mehr Kontext mit. Ich wurde ja mal gebannt, weil ich einen Freund von mir in-game beleidigt habe und er hat mich auch zurückbeleidigt. So, das war Friendly Banter einfach nur. Und man konnte das auch rauslesen. Ich habe Chatsperre bekommen. Man konnte das rauslesen, wenn man auch gesehen hätte, was er geschrieben hat. Oder halt, wenn man auch immer irgendwie die Stats der anderen sieht, ne? Wer kennt das nicht? Einer von euch feedet so hart rein, 0-12. Es wird irgendwie open gecallt oder so und ihr geht an AFK. Und trotzdem reportet euch einer und ihr werdet gebannt, obwohl open gecallt worden ist. So, Game 3. Also, wie gesagt, ne, das hier ist für mich jetzt erstmal passiv-aggressiv. Oder ist es aggressiv-aggressiv? Scheiße. Es ist auf jeden Fall nicht direkt, finde ich zumindest. Vielleicht ab und an mal Boost Animals oder so, wäre hier Chat Restrictions. Das hier ist AFK gehen. Das hier ist... Zumindest lese ich das so raus, ne? Das hier ist jetzt schon ein bisschen schlimmer. Lass mal in Game 3 nachgucken. Are you blind, Kindred? Also, Kindred, bist du blind? Hör auf, im Jungle zu inten und tot. Inte mehr. Hör auf, Ragged Game zu spielen. Dummes Bronzekind. Zurück nach Eisen, du Animal. Sag mal, Eisen und Animal sind irgendwie seine Lieblingsbeleidigungen, oder? Das ist deine Elo. Well played. Und jetzt Yorick. Danke für die Free Elo. Go do Yorick with this Indian Kindred. Okay. Also, Leute. Das hier ist passiv. Das hier ist Chat toxisch. Ich finde es aber nicht so schlimm. Also ist es schlimm, ja. Aber es geht für mich nicht in die Richtung von kill yourself, you piece of shit und ne. Wisst ihr, was ich meine? Oder ich fick deine Mutter oder sowas. Weiß ich nicht. Das hier ist AFK Game. Da, wenn ich bei Riot arbeiten würde, ist das für mich I think I go AFK, I will win next game und bla. Das ist für mich schon AFK Game. Das hier ist das Einzige. Das hier ist halt auch wieder nur bisschen rumgeflame. Ob ihr das selbst als hart seht oder nicht. Wie gesagt, Leute, das ist eure Sache. Da mische ich mich nicht ein. Am Ende des Tages wird der Vote entscheiden. Und Leute, oh, ich habe eine coole Idee. Wenn wir schon dabei sind, dann mache ich das jetzt zukünftig auch so. Ihr könnt in diesem Video voten. Ne? Wie gesagt, guckt unten in der Beschreibung rein, was ihr dort alles seht. Und, ne, ich meine, geht unten in der Beschreibung rein, beziehungsweise in den Kommentaren. Da könnt ihr voten. Da ist der Link. Und den Vote werde ich dann bei der nächsten Folge einfach nochmal mit reinnehmen. Um einfach zu gucken, so wie ihr entschieden habt. Ne? Das heißt, beim nächsten Video, wenn ich dann sowas mache, sehen wir dann, wie ihr als Community entschieden habt, wie die Bestrafung hier ausgeht. Aber Leute, von meiner Sicht aus wäre das hier hauptsächlich ein Dingens. Wäre für mich das hauptsächlich ein Chat-Bann und kein Perma-Bann. Und wenn man ihn schon bannt, dann vielleicht irgendwie eine Woche oder zwei oder sowas. Denn ganz ehrlich, Leute, toxic zu sein, also etwas toxic zu sein, ein bisschen zu flamen oder sowas, gehört für mich zum Spiel. Ich, wie gesagt, ich gehöre zum alten Eisen. Ich habe jede Meta mitbekommen. Die Cancer, die Autist, die ich hoffe, deine Mutter stirbt an AIDS. Was gibt's noch alles? Keine Ahnung, kill yourself und das N-Wort. Und was weiß ich auch alles. Ich habe jede Beleidigungsmeta mitbekommen. Ich bin da härter. Und mich juckt es auch irgendwann gar nicht mehr so. Das Einzige, was hier halt schlimm wäre, ist das hier, wenn er wirklich AFK gegangen ist. Denn ich finde, es macht mehr aus als Worte. Ja. Ne? Aber Leute, nochmal eben als Info für euch. Und zwar ist es so, ich habe ja jetzt meinen Main-Account wieder. Ich konnte ihn von Russland wieder zurückholen. Der Server-Transfer ging wieder und alles und jenes. Das bedeutet für mich, dass ich bald wieder... ein bisschen tryhard machen werde. Jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher, wie ich es machen möchte, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe hier zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, ich spiele offstream. Denn wenn ich onstream spiele, spiele ich schlechter. Mir scheint das Licht in die Fresse. Ich habe noch den Chat da. Ich habe irgendwelche Alerts an und so weiter und so fort. Das heißt, entweder spiele ich offstream oder Möglichkeit Nummer 2, ich könnte onstream spielen und wenig Chat-Interaktion haben. Da bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das machen möchte. Es kann auch sein, dass ich dann onstream vielleicht nur auf den Smurf spiele und ein bisschen chille und halt offstream weiter auf dem Main drauf mache. Weiß ich noch nicht ganz. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche coolen Ideen, wie wir das machen können. Und Leute, morgen, also am Samstag, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich weiß gar nicht, ob ich da Coaching-Termin habe. Morgen ist ein Saufstream.
Ja, also wir werden uns hier nicht zum Kotzen besaufen oder so, sondern ein chilliger Saufstream, ein bisschen mit der Community spielen und sowas. Wenn ihr mitmachen wollt, Leute, seid dabei. Ich werde morgen keinen Rank-Attack machen, zumindest nicht allzu sehr. Aber ja, Leute, das hier war's dann auch von mir. Ich bin dann auch erstmal weg. Tschö, tschö, hau dir rein und bis zum nächsten Mal.